So, hallo, ich begrüße euch zu einer ganz kurzen Folge Mario Maker mal wieder. Ich habe ein bisschen was gesucht, womit man einfach mal wieder was Kleines aufnehmen kann. Und es hat sich ergeben, dass der liebe Hübi ein Level gebaut hat und das möchte ich einmal gerade spielen. Dazu brauche ich mal gerade seinen Code. CMCVQDTNG. Wie gut kann ich mir Dinge merken? Also. CMC VQD TNG. Wenn das jetzt stimmt, habe ich mir neun Buchstaben gemerkt. Komm schon. Nice. Baba. Ja. Ihr seht, Abschlussrate 1,4 irgendwas, also ist nicht das leichteste Level, liegt aber auch daran, dass es zwei Wege gibt, die man gehen kann. Und es ist sein erstes Level, deswegen sollte man, wie ging das denn? Ich konnte hier doch, irgendwie konnte man doch hier, ach, da oben. Ja, hier, zack, ab dafür. Genau. Also ich weiß, wie das Level aussieht, weil er hat es im Stream gebaut und so weiter. Und deswegen, mir geht es vor allem darum, ich fühle das so ein bisschen wie so ein Ninja Speedrun, ne? Wie so eine Challenge. Ich will gucken, wie schnell man hier durchkommen kann. Und der Rekord ist schon jetzt bei 42 Sekunden. Das werde ich nicht mehr schlagen. Wahnsinn. Okay. Gucken wir mal kurz in die Kommentare. Ach, die Peach-Jumps sind easy. Okay, let's go. Entschuldigung. Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr geredet, ne? Jetzt huste ich erstmal alles voll. So. Let's go. Also, ich weiß, wie der Ablauf ist, deswegen werde ich nicht jetzt viel Erkundung spielen, sondern ich weiß schon, wie es geht. Ich habe nur ewig nicht mehr gespielt selber, deswegen. Das war natürlich Schwachsinn. Okay, vielleicht sollte ich erstmal reinkommen. Oh, der Goomba am Anfang ist natürlich für Speedrun-Tactics wichtig. Oh je, oh je. Okay, man kann bestimmt von hier oben. Oh, ich, ja. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Wir kriegen das hin. Ich bin sicher, der Goomba hier ist für die Speedruns am Anfang essentiell. Und man kann bestimmt von hier. Ja, oh Gott, ich sehe jetzt schon Möglichkeiten. So. Zack, zack, zack. Nein! Ach, komm schon. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Ich muss auch erstmal wieder. Also, es ist jetzt ja erstmal gefühlt ein halbes Jahr oder so her, dass ich das letzte Ori-Video aufgenommen habe. Und dass ich Mario Maker gespielt habe, ist noch viel länger her. Oh mein Gott, da könnte man. Oh, da könnte man auch abkürzen. Nein! Ich bin so bad. Oh mein Gott. Eieiei. Boah, ich hab einfach so lange nicht mehr gespielt, ne? Es ist echt traurig. Es ist echt. Oh mein Gott, es ist echt traurig. Okay, wir kriegen das hin. Warum ich gerade zum Aufnehmen komme, liegt daran, dass diese Woche Betriebspraktikum an unserer Schule ist. Und das bedeutet, die Neuntklässler sind unterwegs. Oh mein, ach was, nein, wieso kann ich es denn nicht mehr? Scheiße. Die Neuntklässler sind unterwegs. Und das bedeutet, wenn ich jetzt nicht 3 Millionen in Vertretungen bekomme stattdessen, dann habe ich vielleicht mal die Woche ein bisschen Zeit, um Dinge zu tun. Ey, ich bin so. Boah, das ist doch nicht wahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht geworden bin. Also ich konnte das schon mal besser. Eieiei. Ja, also da kann man auf jeden Fall gut abkürzen, aber ich sollte erstmal normal spielen. Ich
Ich sollte erstmal normal spielen. Das ist ja unfassbar. Zack, 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 zack. So. Können wir jetzt bitte hier... Oh mein Gott! Nein, ich wollte es doch noch retten. Oh mein Gott, die Sprünge da. Was ist denn los? Das ist die erste Challenge. Eieiei. Nein! Na bitte, mein Gott. Es kann doch ganz einfach sein. So, ich glaube, hier ist ein Power-Up. Ich war zu ungeduldig. Mist. Ey, aber wie hat denn das eine in 42 Sekunden? Also man muss die 4 roten Münzen holen. Da gibt es eigentlich keinen Weg außenrum. Die muss man eigentlich holen. Das ist eigentlich unmöglich zu skippen. Und nein, was? Und alleine da drin ist man ja schon 20 Sekunden. Wie schafft man das in 42 Sekunden? Das geht nicht. Was hat der für einen Weg gefunden? Ich meine, ihr kennt jetzt den Rest des Levels noch nicht. Ich kenne den Rest des Levels halt. Deswegen bin ich echt... Nein! Okay. Das können wir noch retten. Jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt echt überfragt, wie da jemand so schnell ins Ziel gekommen ist. Also das Level geht halt dann noch so weiter. Es kommt dann noch so ein kurzer Zwischenraum, wo die nächste Münze ist. Und dann gibt es einen schweren und einen leichten Weg. Der leichte Weg ist allerdings der, der länger dauert. Genau. Aber das hier alleine braucht doch schon jetzt 20 Sekunden. Also, das geht doch nicht. Ich traue mich diesmal nicht mehr. So, gib mir den Pilz. Ich will jetzt erstmal normal hier durchkommen. Oh mein Gott, ich hätte fast einen Abflug gemacht. So, hier ist die zweite Challenge. Da muss man unter die Wolken kommen. Und jetzt wird man so ein bisschen von einem, ja, er hat es Klein-Timmy-Raum genannt. Man muss im Prinzip nur bis ans Ende kommen. Dann kriegt man hier den Stern präsentiert und kann damit halt safe wieder zurück. Das ist einfach so eine Hommage an Leute, die schlechte Levels bauen. Das wollte er auch machen. So, hier wird man jetzt klein. So, dann muss man hier den Wall-Jump machen. Scheiße. Aber das schafft man doch nicht ins Fallen. Okay, da hat jemand einen ganzen... Da muss jemand einen richtig krassen Weg ohne die roten Münzen. Aber wie? Also ich meine, ihr wisst ja noch nicht, wie es weitergeht. So, aber der Punkt ist... Der Punkt ist, dass ich es nicht checke. Ich meine, klar, hier kann man ein bisschen schneller so... Das ist alles machbar. Das ist alles gar ganz klar, dass das geht. Ja? So. Das ist alles klar. Aber wie zum Teufel? Oh, ich trau mich nicht, ne? Das ist echt schlimm. Aber wie zum Teufel? Oh nein! Boah. Wie zum Teufel hat das jemand... Egal. Wir gucken uns jetzt erst das komplette Level an. Dass ihr es jetzt auch mal gesehen habt. Und wisst, wovon ich überhaupt rede. Weil aktuell könnt ihr ja gar nicht mitreden. So, gib mir den Stern. Danke. Na, aktuell könnt ihr ja überhaupt nicht mitreden. Weil jetzt ist ja die... Also jetzt muss ja schon jemand im Ziel sein. Na, 42 Sekunden. Also muss es einen...
Aber was soll das für ein Weg sein? So, jetzt kommt der Checkpoint endlich. So, und jetzt ist nämlich die Geschichte. Jetzt geht's hier einmal in den schweren und einmal in den leichten Abschnitt. Ich spiele das mal den schweren. Weil man jetzt einen Shelljump machen muss. Guter Shelljump. So, ich setze mir das Ding erstmal auf, damit ich einen Safe Space habe. So. Okay, kann ich's noch? Kann ich's noch? Ja, immerhin bin ich nicht. Immerhin wurde ich nicht getroffen. Ach, verdammt. Ja, sehr schön. Und jetzt wird's sehr interessant. Oh mein Gott, ja, das ist echt. Oh, das ist echt kritisch. Das ist echt kritisch. Eieiei, okay. So. Zack. Zack. Okay, let's go. Und... Nein! Und... Hopp! Ah, schade. Und hopp! Sehr schön. So. Boah, das ist... Oh, ist das fies! Oh mein Gott. Wenn man das... Also, wenn man das selber spielt, ne, fühlt sich das nochmal... Oh mein Gott! Fühlt sich das nochmal so viel schlimmer an, als wenn man es sieht. Ich hab... Oh mein Gott, ich hab das komplett... Ich muss es zugeben, ich habe das komplett unterschätzt. Ich meine, es ist auch echt ewig her, dass ich gespielt habe, aber... Yo. Ich habe komplett das Gefühl, wie man Mario Maker spielt, nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und es ist... Oh mein Gott. Es ist grundsätzlich ein gutes Gefühl wieder, so ein bisschen Mario Maker zu spielen. Also ich würde tatsächlich ganz gerne, bevor wir uns wieder an Ori machen, einfach ein paar Mario Maker Videos machen. I don't know. Wollt ihr noch Mario Maker? Also gibt es hier überhaupt noch jemanden, der das sehen will? Oder wie sieht's da aus? Oh, scheiße. Nee. So. Aber vielleicht hätten wir ja mal wieder ein bisschen Zeit für sowas. Ich würde auch gerne ein paar Multiplayer-Runden spielen, einfach um mich aufzuregen. Oh Gott, ist das... Oh, ist das mies. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe das Level echt komplett unterschätzt. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja... Dachte ich so, ja, das geht schon. Geht schon klar. Warum denn eine Quote von 1,4? Und jetzt weiß ich, warum. Ich meine, ich könnte das Level schaffen, wenn ich den leichten Weg gehe. Aber ich will den leichten Weg nicht gehen. Aber wenn ich bedenke, was ich alles schon gespielt habe, bin ich echt schlecht geworden. Ey, das ist... Kann doch nicht wahr sein. So. Nein! Mano! Nein, das war wieder nichts. Ach, komm schon. Okay. Nein, das war nichts. Aber solange ich nicht getroffen werde, bin ich noch guter Dinge. Ich habe da kein Gefühl mehr für, das ist echt schade. Mann! Yes! Nein, 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 nein. Okay. Wir arbeiten dran. Und dann werde ich herausfinden, das ist das, was mich am ehesten reizt. Es muss einen komplett anderen Weg geben, zum Ziel zu kommen. Aber wie? Yes! Okay, wir sind durch. So.
Hier ist die letzte Münze. Die Tür hier würde zum Start zurückführen, die ist irrelevant. Und diesen, also man braucht diesen Schlüssel, man muss durch diese Tür mit diesem Schlüssel gehen. Nur so kommt man zum Ziel. Also was zum Teufel hat der Typ gemacht, der 42 Sekunden geschafft hat? 42! Wie? Also hier oben wäre die Tür, die also die halt zurück, also die, ne, den anderen Weg lang führt. Das weiß ich. Es gibt hier aber auch keine Möglichkeit, anders an den Schlüssel zu kommen. Man kann nur über die vier Münzen an den Schlüssel kommen, richtig? Es gab hier nirgendwo anders einen Schlüssel. Ah! Also muss jemand hier durchgewaschen. Also. Der kann doch nur da durchgewaschen sein. Ich meine, hier kann ich ein bisschen abkürzen. Na, so kann man ein bisschen abkürzen, aber das. Das sind doch niemals auf 42 Sekunden komme ich da doch nicht am Ende. Das geht doch nicht. Also, das sind jetzt immer noch 20 Sekunden. Wir sind bei 481. Also viel schneller wird es nicht mehr. Ich meine, klar, das hier bräuchte ich nicht. So, diesen kurzen Stopp bräuchte ich nicht. Jetzt muss ich aber hier rein. Wir sind bei 472. Ich hätte gerne den Stern, danke. Jetzt sind wir bei der Zeit, wo der durchs Ziel ist. Was für ein kranker Weg muss das gewesen sein? Also, ne? Das ist nicht dieser Weg. Das muss... Oh, ich... Doch, doch. Das muss ein Trick sein, wenn man den anderen Weg geht. Das geht nur über den Weg. So, an dem Weg ist jetzt passiert jetzt nämlich Folgendes. Okay, erstmal passiert gar nichts. Aber auf dem anderen Weg kriegt man den Schlüssel beim Bosskampf. Aber dann müsste ich ja... Nee, es geht ja auch wieder nicht. Der Schlüssel ist ja weg. Schafft man den Sprung? 42 Sekunden ist sick. Wie? Wie hat der das gemacht? So, weil hier... Hier bekommt man auch einen Schlüssel, na? So. Aber jetzt komme ich ja nicht zurück. Also ich muss den Schlüssel ja hier einsetzen. Und selbst wenn ich den Typ hier an dem Gitter besiege, ist es doch viel zu viel Zeit. So, weil jetzt komme ich hier raus, ne? So, das ist das Ding. Und jetzt habe ich natürlich die letzte Münze, so, das ist auch klar, aber... Hier oben ist auch nur der Weg, das... Nee. Es gibt keinen anderen Weg.
Also es gibt zwei Schlüssel in dem Level. Den einen Schlüssel kriege ich von dem Boss. Und den anderen Schlüssel nehme ich eigentlich auf. Und den anderen Schlüssel, ja, es schlägt aus, das sieht gut aus. Und den anderen Schlüssel bekomme ich... bekomme ich von den Münzen. Habe ich irgendeinen Weg, hier schneller an die hintere Münze zu kommen? Also, das ist doch das Schnellste. So, schneller geht's doch nicht. Und das waren 20 Sekunden. Also, der Weg kann nicht... Der Weg mit den 42 Sekunden kann unmöglich... Kann unmöglich über... kann unmöglich über Dings laufen. Ach, scheiße. Der kann unmöglich über die Münzen laufen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das würde mich sehr wundern, wenn das möglich ist. Dass ich hier den... Dass ich alle vier Münzen hole und nur 42 Sekunden brauche. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Was hat der gemacht? Ach, Mann. Ich will mal gucken, wie schnell man zu diesem Boss nach hinten kommt. Oh! Aber das geht nicht. Und vor allem hier kommst du ja auch nicht schneller durch. Also das wird ja nichts. Ich habe mich nicht gedreht. Und jetzt sind wir bei 4, also jetzt sind wir bei 4,84. Ach komm. Es müsste eine Möglichkeit geben mit dem Schlüssel vom Boss. Ich raff's nicht. Ich raff's halt wirklich nicht. So. Ach, scheiße, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss mal was... Ich muss mal was kontrollieren. Ich glaube... Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, ich weiß, was passiert... Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Okay, das muss ich kontrollieren. Ich glaube, ich weiß es. Ah, Mann, ich will da immer schneller hin, weil da hat der garantiert auch einen Dreisprung gemacht. Also Safe Call hat der einen Dreisprung gemacht. So, und jetzt folgendes. Nein, ich muss den erwischen. Ich muss den erwischen, ohne hier reinzukommen. Ich muss den erwischen, ohne hier reinzukommen, und ich muss so eine Eichel bekommen, ohne da reinzukommen. Ja, das könnte gehen. Mit einem ordentlichen Twirl könnte das gehen. Weil da muss man auch die Zeit mitnehmen. Also das... Ich muss meine Theorie testen.
Ich muss meine Theorie testen, ey. Das ist... Okay, warte mal. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich viel zu niedrig gewesen. Jetzt bin ich viel zu niedrig gewesen. Also. So. Ja, ja, nein. Nee, das geht nicht. Dann ist ja, also selbst der 42-Sekunden-Typ müsste auf der Plattform gefahren sein. Selbst der müsste auf der Plattform gefahren sein. Zwar nicht lange, also vielleicht ungefähr irgendwie so. Und jetzt stopp. Kann ich den hitten, ohne da reinzufallen? Kriege ich erstmal das Eichelding. Also noch berührt weder er mich, noch ich ihn. Nee, ich krieg's immer noch nicht. Ah, Bruder. Ah, Bruder, kritisch. Also, okay, was ich jetzt als nächstes testen will, ist nur die Eichel zu bekommen. Er selbst ist mir gerade egal. Ich will einmal die Eichel bekommen. Ich will was testen. Dafür muss ich aber die Eichel holen. Das hilft leider nichts. An die muss ich rankommen, sonst kann ich nicht testen, was ich testen will. Oh nein, natürlich! Wir brauchen den Scheißschlüssel gar nicht, wenn meine Theorie funktioniert. Ja! Ja, das ist es. Genau das ist es. So, und jetzt passiert nämlich Folgendes. Also die die Plattform kommt wieder. Sehr gut. Hier drüben ist nämlich das Ziel. Komme ich da hin? Oh, aber nee, da komme ich nicht hin. Wait. Nein! Ich dachte, Ich dachte, da drüben ist das Ziel. Da drüben ist das Ziel gar nicht, oder? Ah, dann bin ich immer noch überfragt. Scheiße. Dann bin ich trotzdem noch überfragt. Also man kommt an die Eichel ran. Bling, bling. Aber ich komme da nicht drüber, da oben. Oder? Komme ich da drüber oder nicht? Na, oh Mann! Oh no. Das würde ich jetzt schon noch gerne testen. Nee, warte, das Ziel ist doch in dieser Ebene. Das kann in der anderen Ebene gar nicht. Nee, das ist Schwachsinn, was ich überlege. Nee, das ist Schwachsinn, was ich mir überlege. Das kann in der anderen Ebene gar nicht sein. Ich hoffe so sehr. Ich hoffe so sehr, dass Hübi auf den Typen reagieren kann, der die 42 Sekunden gespielt hat. Dass man sieht, was der gemacht hat. Ich kann, also, über die 4 Münzen kann ich es mir nicht vorstellen, weil allein der erste Raum mit dem P-Switch braucht ja Ewigkeiten, um da durchzukommen. Aber ja, das Ziel ist ja in dem anderen Raum. Also das ist ja gar nicht in dem Raum hier, sondern das ist ja im Hauptraum. Also das, dann funktioniert das nicht.
dann funktioniert das nicht. Es ist kein Troll. Ach, wirklich. okay. 3 Tage. Oha, was schreiben Leute? Richtig, das Level ist komplett unmöglich, deswegen haben es auch mehrere geschafft. So sieht's aus. Oha, was ist los? Yo. Ja, den packe ich auch nicht. Richtig, alle 15 Level, Sean Luca wird Hübi spielen. Selbstverständlich. Auf TT, TikTok oder was? Honkelbits, okay. Yo, was ist hier alles los? Rillt. Was auch immer das sein soll, Luigi Man. Rillt. Tja, LSN Gaming, das war wohl nix. Du bist der beste Tich-Stream, das echte Wort war verboten. Was? Was wolltest du schreiben, Noarendo? Ich will's gar nicht wissen. Nudel mit Ketchup. Ja, das ist Hübis Podcast. Kann man nur empfehlen. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich würde zu gerne wissen, wie der... Also, aber man kann es halt nicht angucken. Na, man kann die halt nicht angucken. Das ist echt ärgerlich. Rasierer. Rasierer hat als erster abgeschlossen. Das ist ja witzig. Weil der Typ, ne? Guck mal, der hat kaum Medaillen. Ist der nicht krass? Der muss doch total... Okay, der hat Millionen Level gebaut, okay. Was hat der denn so wenig Medaillen dann? Ja, okay, der spielt schon krass. Okay, der spielt schon saukrasse Level. Der hat bestimmt irgendwas entdeckt, was möglich ist. Aber genau, jetzt guckt er. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir hier ja die Übersicht. Moment, wie ging das, Nintendo? Nintendo, wie ging das? Nintendo, kannst du mir nochmal... Wie ging das? Wie konnte ich denn hier ranzoomen? Man konnte doch irgendwie zoomen. Scheiße. Oh, wie, konnte man nicht irgendwie zoomen bei Dings? Warte. Nee, das war ein Bild. Konnte ich nicht irgendwie... Oh, ich dachte, es gab irgend so einen Knopf, mit dem man zoomen konnte. Nee, irgendwie nicht. Ah, ich hab's verlernt. Ich dachte, man konnte innerhalb des Spiels... Oh, es gab doch irgend so eine Möglichkeit zu zoomen, verdammt. Du kannst bis zu 2 Schlagwörter festlegen. Ja, das passt schon so. Aber Mann, wie ging das mit dem Zoomen, verdammt? War das irgendwie... Nee? Nee.
weiß es nicht mehr. Ich habe das alles schon so lange nicht mehr gemacht. Konnte man nicht irgendwie in-game zoomen? Warte, ich kann doch aber das Bild angucken. Und da konnte ich doch jetzt zoomen, oder? Nee, ich will das nicht posten. Nee, ich will mir das. Mann! Ja, aber. Also, hier drüben ist das Ziel. Man kommt da wirklich nur. Nee, also, man kommt da wirklich nur durch die Schlüsseltür hin. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht nur durch die Schlüsseltür. Dann muss ich entweder den leichten Weg gehen, der zu lange dauert. Und trotzdem brauche ich ja den Schlüssel vom, die Münze von hier, von dem P-Switch-Raum. Jo, ich will unbedingt sehen, wie der das gemacht hat. Ich will unbedingt sehen, wie der das gemacht hat. Ey, aber wie ging das denn mit dem Zoomen nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Konnte man nicht irgendwie im Spiel irgendwie reinzoomen in irgendwas? Leute, ich bin lost. Ah, doch, warte, war das nicht zweimal Home einfach so? Ja, das habe ich gesucht. Oh mein Gott, ich habe es wieder gelernt. Hier, das war zweimal Home drücken, so war der Trick. Mein Gott. Ja, aber ne, also es ist, nee, es gibt keinen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der das geschafft haben will. Und hier, na, hier oben ist nämlich die andere Tür, aber das nützt ja nichts. Du kommst ja auch in die Tür nicht mal rein, du fällst ja nur raus. Ich verstehe nicht die 42 Sekunden. Reicht es wirklich einfach nur oberkrass drauf zu sein und dann geht das einfach? Es muss so sein. Es muss so sein. Der muss einfach nur super gut gespielt haben. Es wird keinen Trick geben. Hallo? Cool. Jetzt ist, ja, das ist dann auch der Moment. Ah, okay. Ich wollte sagen, wo wir das Video beenden, aber wir probieren nochmal einfach eine bessere Zeit aufzustellen. Perfekt. Perfekt. Also die einzige Abkürzung hier ist halt die. Also, dass das geht. Da kann man abkürzen. Aber das sind, also. Ja. Ja, nee, komm, ist in Ordnung. Ich komme da nicht mal ansatzweise an die 42 ran. Ich weiß nicht wie. Aber ich wollte einen Kommentar noch schreiben. Moment, das wollte ich noch machen. So, das sieht komisch aus, egal. Ah, das ist, nee, Moment, es geht jetzt aber nicht um die Position. Nee, ich wollte das. Ah, nee. Kann ich das erst machen, wenn ich durch bin? So einen Komplettkommentar, nicht irgendwie Position, sondern so einen Komplettkommentar. Ich glaube, das geht erst, wenn ich durch bin, ne? Scheiße. Okay, dann spielen wir es nochmal durch. Dann spielen wir es nochmal durch. Nein! Ah! Das wäre natürlich noch der Time Save da oben praktisch ohne die Ranke hoch.
Das geht halt auch, aber das sind halt alles nur so Millisekündchen. So, wir sind trotzdem bei 482. What the hell? Oh, ja, okay. Man verliert natürlich Zeit. Man muss klein aus der Röhre kommen. Dass man hier nicht, ne, so den Ding hat. Das ist auch nochmal klar. Also das ist auch nochmal klar, aber... Ach, scheiße. Oh, ich bin... Hä, wieso hat er den jetzt nicht die Hand genommen? Was, warum, hä? Hallo? Ich hab doch die Taste gedrückt zum in die Hand nehmen. Ach Mann, jetzt mache ich diesen wieder. Also, wenn man ohne... Okay, ja, man... Nein! Oh, verdammt! Aber man kommt hier schon schnell durch. Man kommt hier schon schnell durch. Wieso nimmst du den... Ich hab doch den Knopf gedrückt. Was ist denn jetzt... Was soll denn das? Ich... Also, man sieht doch schon alleine, dass ich renne, dass ich den Knopf drücke. So, das ist doch... offensichtlich. Mann! Mann, jetzt verliere ich. Ich hatte es fast. Wär ich nicht zu schnell an diese Scheißsäge, dann. Grrr. Ja, super. Oh Mann, wenn ich, ich hatte zu viel Tempo vorn drauf, dann bin ich gegen die Säge gerasselt. Das war echt ärgerlich. Mann, jetzt krieg's nicht mehr hin. Das war so ein schöner Durchlauf bis dorthin. Das war so ein schöner Durchlauf bis dorthin. Ne? Oh. Ach, das ist doch Müll. Ach, das ist doch Müll. Mann! Mann! Nein, ich wollte wieder schnell. Mann, ich will da mal. Das Problem ist halt, wenn du auf den Eisblöcken stehen bleibst, dann wird es noch unangenehmer, davon weiter zu springen. Deswegen wollte ich schnell weiter. Verflucht. Ey. Ah. Der sieht immer so gut aus und dann haut er doch nicht hin. Oh.
so frech. Ah, jetzt habe ich den wieder aufgesetzt. Okay. Ist in Ordnung. Okay. So, jetzt aber. Zack, zack. Und jetzt runter. Das wollte ich vorhin haben. Und ach Mann, dann war ich... Das hätte ich... Ich hätte so viel schneller sein können. Ich hätte so viel schneller sein können. Scheiße. Naja, egal. Jetzt kann ich noch einen Kommentar schreiben. Ja, ich war vorhin noch schneller als das. Ach, das ist... Ist doch alles ärgerlich. Wie schafft man das in 42 S? Wo sind die Fragezeichen? Ach, hier. Rillt. Let's go. Okay, let's go. So, ab dafür. Okay, nice. Dann haben wir mal wieder was aufgenommen. Ich lade es sofort hoch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es war jetzt synchron. Ich habe vorhin nur eine ganz kurze Testaufnahme gemacht, aber es sollte gepasst haben.